Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. Ja, wir haben in der letzten Folge hier an dem Gebäude gearbeitet. Wir müssen hier jetzt natürlich, hier brauchen wir noch irgendeine Art Gitter oder sowas, ne? Zaun. Was hatten wir denn hier als... Gebäude angepasst, so. Was hatten wir denn da als Filter? Renaissance war das, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Romantik? Romantik. Sehr gut. Ja, sehr schön. Machen wir hier nämlich jetzt noch irgendwie so ein Geländer hin. Ich überlege gerade, ob wir das um 90 Grad drehen. Wäre vielleicht auch kein Fehler. So. Und dann können wir das hier nämlich schön als Geländer hinmachen. Stützen. Da haben wir nur die großen hier, ne? Da hätte ich gern was Kürzeres. So, Stützen noch als 1 Meter Stummel. Vier Meter. Ist noch nicht ganz so... Tür. Ein bisschen doof mit den... So ist besser. Sieht aber nicht so doll aus, ne? Ich sehe gerade, dass die hier falsch rum sind. So müssten die eigentlich. So. Rastergröße, die hier kann man so einstellen. So, so rum gehören die nämlich. Hoppala. Nee, so auch nicht. Aber so. So rum ist sie richtig. Tadam. So, jetzt passt's. Das können wir da noch dran machen, ne? Fällt mir da gerade so auf. Das wäre noch eine Idee. Hmm.
So, da muss ich, glaube ich, das Ganze auch mal um 90 Grad gedreht nach oben drauf machen. Doch, machen wir. Das machen wir. So. Okay. Da könnten wir noch irgendwas Schönes an Dekor hinten dran machen, ne? Scenery, was haben wir denn da? Ach, das sind die da? Ne, die will ich nicht. Requisiten, Animatronic. Haben wir da irgendwas mit Romantik? Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Beleuchtung, Torbögen, Schilder. Schilder ist auch nicht so das, was ich mir da jetzt vorgestellt habe. Das war nicht das, was ich mir da vorgestellt hatte. Was haben wir denn hier noch? Dekor. Was haben wir denn hier an passendem Dekor? Haben wir was an passendem? Das passt aber eigentlich nicht dahin. Da weiß ich noch nicht so genau, was wir dahin machen könnten. Großes Wandschild. Was für ein Fahrgeschäft haben wir denn da drin? Muss ich gerade mal gucken. Gears of Fear. Gears, na, da haben wir kein passendes Schild für. Schade. Ich bin noch sehr unschlüssig, wie ihr seht. Irgendwie finde ich gerade nichts Passendes. Ja, gucken wir mal. Machen wir erstmal hier weiter. Und ich überlege gerade, ob wir hier auch noch ein Gebäude drumherum zimmern.
wäre eine Überlegung, ne? Dann brauchen wir hier auch wieder Romantik. Würde ich auch wieder ein Romantikgebäude hinmachen, natürlich. Das ist ein bisschen... ein bisschen doof. Weil ich würde das eigentlich schon gerne... aber dann haben wir einen Teil von der Warten. Wir gucken mal. Ich weiß es noch nicht. Ah, da passt das auch nicht. Die sind falsch rum, mal davon ganz abgesehen. Machen wir weg. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht probieren wir es hier mal eher mit Holz. Holz. Ich und mein Holz. Da haben wir dann nämlich sowas hier. Da lässt sich doch viel eher noch was mitbauen. Gibt es doch einen 4 Meter? Ja. Gibt es auch. Dann bauen wir ein bisschen frei, was das Spiel ja zum Glück erlaubt. So, nee, das passt noch nicht vom Winkel her. Das kann man so jetzt schön testen, indem man einfach hier die Strecke abfährt. Bong. Da da dum. Bong. Bong. So, lackierte, bemalte Holzplanken sind das. Okay. Die haben wir auch als Wand. Können wir das nämlich so weitermachen. Ja, passt. Thank you.
So. Fertig. Holz, Planke, Wand. Da können wir hier nämlich jetzt auch gucken. Ach so. Ich sollte die richtige Taste drücken. Dann habe ich nämlich auch Chancen, dass es funktioniert. So. Bom, bom, badum, bom, bom. So. Da überlege ich noch. Das machen wir, glaube ich, aber tatsächlich so. Da haben wir wieder das Problem, aber das kriegen wir gelöst. So. Die machen wir weg. Die kommt dahin. So. Hier würde ich jetzt noch mal solche wieder einsetzen. Bong. Und da brauchen wir hier noch eine Tür. Torbogen. So. Da-dum, ba-dum, da-dum. Jetzt müssen wir hier ein bisschen basteln. Ein klein wenig basteln. Kopieren und verschieben. So. Hallo? Ich sehe nichts. So. Sehr gut. Kopieren und verschieben, das brauchen wir hier nämlich auch nochmal. Das machen wir auch so. Das können wir so. Und machen wir noch welche von denen dahin. Hallo? Bong. Torbogen.
So, umbauen wir nochmal die Wand. Da. Fertig. Falsche Taste gedrückt. So. Kommen wir der ganzen Sache schon näher. Da muss jetzt noch ein Dach drauf. Ups, so war das nicht gedacht. Da wollte ich eigentlich draufklicken. Dächer. Ist besser. 2 Meter ist besser. Sprach so nahm 1 Meter. So. Außenecke. Machen wir das so. Das mal hier auf die gleiche. So, dann schieben wir das Ganze hier rüber. Fertig. So, 2 Meter Schräge. Jetzt brauchen wir Außenecke. Machen wir auch so. Gucken wir mal. So sieht das ganz gut aus. Wie passt das hier? Noch nicht ganz. Ja, wir haben ein bisschen verdreht. Ein bisschen verdreht. So. Hier noch.
So kann man dann schön ein Dach zusammenstückeln. Oh, 2 Meter ist besser. Hier muss ich jetzt nur mal gucken. Gäbe so eine Konstruktion. Die ginge aber. Mit der könnte ich leben. Dann hätten wir nämlich da sowas. Und da können wir jetzt vielleicht noch upsala. Falsche Taste gedrückt. Sowas reinmachen, ne? Meterstück. So. Etwas eigenwillige Dachform, aber hat was. Hat was. Haben wir da oben noch ein kleines Fensterchen, was wir reinsetzen können? Nein. Das geht. Das geht. Ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus, das Gebäude, aber... Ich finde es soweit an sich okay. Wäre halt schön, wenn die Fenster tatsächlich noch Fenster wären. Aber... Man kann nicht alles haben, ne? So. Dachverkantung können wir noch dran machen, fällt mir da gerade ein. Die sollten wir auch dran machen. By the way, ist mir aufgefallen, dass das ziemlich genau passt hier mit dem Meterraster. Vielleicht machen wir da doch das da mal weg. So, und machen hier ein tatsächliches ein Meterraster. Dann passt es nämlich auch so gut mit den Ecken hier. So. Die Ecken hätten wir, dann fehlt das hier noch. Dong dong. Hoppala, wo ist der gelandet? Nicht dort, wo er hin sollte.
Frage, ob wir hier noch so eine Art Vordach draußen machen. Dass die hier nicht im Nassen stehen, wenn es regnet. So. So. Überleg gerade, ob wir das noch ein Stückchen vorziehen. Du. So. Damit sind wir da auch schon wieder ein Stückchen weiter. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Die Zeit ist nämlich um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.